Er ist gerade nicht so aus Kämpfen erpicht. Oh oh. Die Geniere kommen, Rückzug. Gepriesen seien die Heiligen. Unsere Männer haben die Kontrolle. Nein! Die Stadt. Haut ab! Bewegung. Okay, perfekt. Verflucht! Unsere Männer haben das Kommando über die Stadt verloren! Feuer, in aller Eile! Setzt Feuer ein! So. Jawohl! Sogar welche gekillt hier. Ist das ein Gemetzel jetzt gewesen, ey? Also ihr seht schon, es wird nicht leichter. Die feindliche Armee flieht! Ne, da. Wir müssen sie verfolgen! Das mache ich jetzt noch fertig hier. Metzelt alles nieder. Wenn dann, dann wird es ein vollkommener Sieg. Ohoho! Jawohl. Das ist ein klarer Sieg, wie ihn nur Männer von großer Tugend und Tapferkeit erringen. Oh ja, Leute, ihr wart echt cool jetzt. Boah, ich glaube, so viel Verlust habe ich noch nie in der Schlacht hinnehmen müssen. Aber wir haben gesiegt, Leute, wir haben gesiegt. Und damit gehört Brügge uns. Haha, da guckst du, wa? Gott hat uns den Sieg gebracht. Lobet den Herrn, denn er hat uns den Sieg geschenkt. So, eine kleine Kirche auf jeden Fall. Der Anteil an Ketzer ist hier relativ hoch. So, dann auf jeden Fall ein Rathaus bauen. Das verbessert die öffentliche Ordnung und beseitigt auch gleichzeitig Schmutz. Der wird später noch, ja, sehr heftig werden. Kann ich euch prophezeien. So. Gut, Leute, gut, 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 gut. Ich bin zufrieden. Wir haben jetzt was geleistet. Okay, hier sollten wir vielleicht noch was rekrutieren. Gut. Feindarmee wurde vertrieben und Alexander Kenmore hat nun auch einen Veteran bekommen. Wie viele Sterne hatten der jetzt mittlerweile schon? Den richtigen Truppen und unter den richtigen Bedingungen kann er eine Armee zum Sieg führen. Ja, ich höre das. 5 Sterne hat er schon, der Gute. Ein 5-Sterne-Kommandant. Tretet vor, damit wir Verhandlungen beginnen können. Ja, ansonsten, ich glaube, gab es hier jetzt nichts mehr groß für die Runde. Das heißt, wir schreiten voran. Zur nächsten Runde. Ah, der von Darkless darf auch heiraten. Dann genehmigen wir ihm das doch. Was? Katastrophe trifft Aleppo. Ja, gut, das betrifft uns jetzt ja nicht. Sind wir erfolgreich? Jawoll! So, damit haben wir den Hafen erfolgreich blockiert. Wohin geht es? Segel setzen! Und was ich jetzt machen werde, ist auf jeden Fall... ja, unseren König ans Festland ziehen. Euer Wille geschehe. Mein König! Weil die Truppen brauche ich jetzt hier. Ja. Geht sofort von Bord! Ich sorge dafür, dass sie euch fürchten! Lager aufschlagen! Okay, Rundenbericht sieht schon mal gut aus. Wir verdienen jetzt echt gut. Was die alle für scheiß Namen haben. So, den Alex lassen wir hier. Ja. Seine Männer. Vorwärts! Zurück an Land, Männer! Ja! Seine Männer schicken wir nach Nottingham. Euer Wille geschehe. Na gut, jetzt ist hier eine Runde, das kann man hier schon lassen. So, England hat nur noch ein Gebiet. Wir können jetzt mal so kackfrech sein und zu denen sagen, hey Leute, ja, ihr könnt ja unser Vasall werden, wenn ihr wollt. Wie kann ich helfen, mein Herr? Also die werden praktisch unser Protektorat, wie man ja so schön sagt. Sehr wohl, mein König. Oh, das hier gehört noch Rebellen. Mein König.
Saragossa, tatsächlich. Ja, Herr. Die Spanier noch nicht auf die Reihe bekommen hier. Fort, mein König. Ah, was ist jetzt hier in London los? Naja, da ist der Steuersatz natürlich zu hoch. Machen wir mal normal, das reicht ja eh. Die verdienen wir nicht schlecht. Hier ist der Rüstungsschmied bald fertig. Ja, wisst ihr was, das mache ich jetzt mal. Rekrutieren wir hier mal einen Diplomaten in London. Ja. Runde beenden. Und sehen mal zu. Seid gegrüßt. Ich bin hier, euch Kunde zu bringen. Die Dänen wollen ein Handelsabkommen mit uns schließen. Da nehmen wir doch an. Das ist wunderbar. Freudig erregt ist sie, die Ingrid. Schnell vergessen. Auf Wiedersehen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. Ein Kandidat zur Adoption, der keinerlei Kommando hat, keinerlei Ritterlichkeit, aber sehr loyal ist. Ich will ihm eine Chance geben. Schick deinen Abgesandten nach Spanien. Naja gut, das, wie gesagt, das, die kommen immer mit den Missionen daher, wo ich es eh gerade machen wollte. Ah, erfolgreicher Kreuzzug. Okay, lesen wir uns gleich durch. Rundenbericht sieht gut aus. Wir verdienen jetzt echt schon riesig. Ein Aufstand in Brügge. Ach. Wie lautet euer Befehl? Jetzt werden wir niedergeschlagen hier, so. Okay. Fortbilden. Ja. So, Kleinstadt wächst. London können wir jetzt aufrüsten. Perfekto. Mission haben wir schon angenommen. Neue Familienmitglieder. Treiben es schon wieder wie die Karnickel hier. Der Diplomat in London ist fertig. Weiland und das Heilige Römische Reich befinden sich nun miteinander im Krieg. Und die folgenden Seiten haben sich ein gegenseitiges Bündnis erklärt. Frankreich und Ungarn. Ja. Agnes. Gefalle ich euch? Ja. Nee, Agnes. Du gefällst mir allein schon wegen am Namen nicht. So. Stehe zu Diensten. Diplomat, bitte einmal rüberschicken ja, hier. Gehe an Land. Es ist mir eine Ehre, Herr. Mein Herr, Segel setzen. Wir dem doch an, dass sie unser Protektorat werden können. Die Engländer haben sich hier noch ausgebreitet. Das können wir jetzt rausfinden. Ja, das können wir herausfinden, indem wir mal den... Ich werde meine Beobachtungen vom Wasser aus fortführen. Das darfst du sehr gerne tun, mein Freund. Ich verlasse das Schiff. Ja, hey, was machen denn die Portugiesen hier? Sind die eigentlich mit den Engländern immer noch im Krieg, sag mal? Ne, die sind glaube ich nicht miteinander im Krieg, ne? Verbündete Mauren, Feinde Schottland. Ja. Erfolgreicher Kreuzzug! Antiochia, wie auch immer. Jetzt, da diese Siedlung an die Kreuzfahrer gefallen ist, verbreiten jubelnde Katholiken überall in der bekannten Welt die Kunde vom überwältigenden Sieg über die feindlichen Heiden. Die Polen haben es eingenommen. Ja, wundervoll. So. Wunderbar. In York können wir wieder bauen. Nein, können wir noch nicht. Wir müssen warten, bis es die nächste Bevölkerungsstufe erreicht. Gut. Wie sieht es in Inverness aus? Da müssen wir auch warten. Aber da lasse ich den Steuersatz jetzt auch erstmal sehr hoch. Die sollen ja nicht überall so rasant wachsen, ne? Genauso wie in Carnarvon. Mein König! Männer, marschiert! Okay. Ah, hier ist jetzt dieser Rüstungsschmied fertig. Allsheiländer konnte ich. Ich frage mich echt, was da noch kommt. Da anscheinend kommt dann da nicht mehr so viel, was die ausbilden können. Müssen wir uns mit relativ wenig Truppen zufrieden geben. Wer ist denn das hier eigentlich? Ihr werdet in einem ehrenhaften Kampf zur Rechenschaft gezogen. Robin von Hungerford. Stellt Prinz euch Henry. Der Schlacht entgegen. Das wäre ruhmvoll. Dachte ich, hätte Sir Henry erst erschlagen. Naja, gut. Ja. Mein König, ich bewege mich leise vorwärts. Gut. Oh, Bologna wird gleich mal von den. Wurde gleich mal von den Mailändern eingenommen. Okay. Die Mailänder... Ja. Gut, dass wir mit denen im Bündnis sind. Ortschaft wächst. Inverness wird größer. Gleich mal ausbauen hier oben. So. Komm, Girl Kenmore. Ach, die Kenmores, hey. So. Die folgenden Seiten wurden exkommuniziert. Mailand und Ägypten und Sizilien befinden sich im Krieg. Das war jetzt irgendwie... Wie kann ich helfen, mein Herr? Nur eine Frage der Zeit. Aber natürlich, mein Herr. Renés haben die Portugiesen eingenommen. What the hell? Ja, was gehört dann den Engländern? Den gehört dann hier gar nichts, oder wie? Die haben nur diese eine Region hier. Na gut. Wo ist denn jetzt... Ah, nein, jetzt habe ich meinen... Oh. Ja, mein Herr, rastig. Herr, ich begebe mich in Position. Ja, bis morgen tatsächlich, früh, ne? Mein Herr.
Jetzt haben hier eiskalt die Portugiesen, die sind ja auch lustig. Wie kann ich helfen, mein Herr? Sofort. Toledo! Was möchtet ihr denn mit mir? Wie wär's mit Handelsrechten, ha? Wir stimmen nur unter Zwang. König Alfonso. Bist du. Jawohl. Da haben wir die Mission erfüllt, haben Handelsrechte mit denen und ich weiß, dass die Mauren hier auch noch irgendwo rumgurken müssten. Mein König? Wenn ich könnte, würde ich, mein König. Schicken wir unseren Diplomaten gleich aber mal weiter. Natürlich, mein Herr. Jawohl, Stadtmiliz in der Hauptstadt. Die quillt wahrscheinlich schon wieder über. Oh. Keine Sorge, ihr werdet mir noch für eure Konvertierung danken. Ein Ketzer. Oh, noch ein Ketzer. Ich bin der Allwissende. Halt. Ja, Herr. Ja, genau, ist klar. Ja, Bologna gehört jetzt nicht mehr dem Heiligen Römischen Reich, sondern sehr es gehört wohl jetzt mal den Mailändern. Raste hier, mein König. Morgen. Ah, da ist auch ein maurischer Diplomat. Da ist ein Papststaatendiplomat. Gut, mit denen haben wir ja sogar ein Bündnis mit den Papststaaten. So. Der Aston, der Korrupte, der steht hier jetzt schon seit Anfang vom Spiel rum. Ah, perfekt. Ich kann hier einen Attentäter ausbilden. Genau das meinte ich. Den möchte ich haben. Mein König! Abrücken! So, fortbilden jetzt erstmal diesen kläglichen Haufen, den wir hier noch übrig haben. Ja, hier ist die Armee auch nicht ganz vollständig, was soll's. Ah, da wird's nächste Runde, wird das wachsen, okay. Okay, 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 okay. Gut. Ich sehe jetzt die Runde nichts mehr, was wir noch tun könnten. Ach, die Engländer wollen was von uns. Was wollt ihr denn? Frieden schließen. Werter Feind, wollen wir versuchen, zu einem Abkommen zu gelangen? Okay, ja, ein Waffenstillstand, wieso nicht? Vielen Dank. Euch ist nicht klar, in welcher Schuld wir bei euch stehen. Bitte, lasst uns weiter teilhaben. So, wie wär's denn mit Forderung abgeben? Karteninformationen. Eure Frage ist so klar, wie meine Antwort hoffentlich auch ist. Ja, was bieten die mir das jetzt an, ihre Angebote an? Das ist wundervoll. Wollt ihr weitere kluge Ideen mit uns teilen? Ja, ich möchte eigentlich mit... Okay, das kann ich irgendwie nicht machen. Vasall, okay. Auf Wiedersehen. Wir freuen uns, euch bald wiederzusehen. Ja, lass das Schleimgescheiße. Liberde Compositione Alchemie. Okay, könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Neue Missionen in so unseren sicheren Zeiten, ist es wichtig, seine wahren Freunde zu kennen. Der Papst verlangt, dass ihr euer Bündnis mit dieser profanen, ketzerischen Seite brecht, um eure Treue unter Beweis zu stellen, Mailand. Steht da unser Ding hier gerade. Ja, mein Herr. Habt ihr ein Angebot für uns, edler Verbündeter? Ich bin sicher, dass mein Herr darüber äußerst aufgebracht sein wird. Tja. Heute hat die Diplomatie versagt. Aber natürlich. Na, dieses